Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Truck Driver. Und ich habe jetzt, ja, oder wir starten jetzt von wo anders, als wir in der letzten Folge aufgehört haben. Liegt daran, dass ich dringend meinen LKW reparieren musste. Der war schon kaputt. Mehr wie kaputt. Durch meinen Fahrstil. Ja. So ist das, ne? Wir haben jetzt praktisch die Möglichkeit, nochmal eine Mission von Charlie Dava oder von Andreas zu machen. Damit wir bei beiden auf 5 Missionen kommen. Dann wollen wir mal gucken, wie viel das jetzt insgesamt gebracht hat. Und mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall, ja, nochmal so ungefähr 10.000 Euro zu verdienen hier in dem Spiel, um mir dann einen neuen Truck zu leisten. Und eventuell dann nochmal 20.000, um eine neue Garage zu leisten. Das ist natürlich auch eine Sache, wo man sagt, oh, hat man das Geld? Und ich habe momentan das Geld halt nicht. So. Aber es ist ja nicht so schlimm, wir können ja noch ein paar Aufträge fahren. Und da wir als am dichtesten am Charlie sind, fahren wir jetzt mal auch wieder einen Auftrag für Charlie. Ja. Was bleibt zu sagen? Wir fahren jetzt einfach mal los. Und schauen mal, was Charlie für uns hat. So, mal schauen. So 2,6 Kilometer noch ungefähr oder 2,5. Jo, wir machen jetzt auf jeden Fall heute noch einen Auftrag von Charlie, wie ja schon erwähnt. Und dann würde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge, wenn wir es heute nicht noch schaffen, einen Auftrag von André machen. Und dann müssten wir mal gucken, ob wir vielleicht auch schon seine Schwester freischalten, weil in der letzten Folge ging es ja um seine Zwillingsschwester von André. Die hat ja ganz, ganz private Angelegenheiten mit André zusammen. Und zwar arbeitet sie dort in der Firma von dem Liebhaber seiner Ex-Frau. Also das heißt, es ist von Andres Ex-Frau, der neue Partner, hat auch sowas wie André, so eine Firma. Und dort arbeitet Andres Schwester, Zwillingsschwester. Und das ist natürlich ein bisschen bitter für den André. Deswegen hat er sich in der letzten Folge bei uns aufgeregt. Aber na gut, es ist halt ein bisschen privat, ein bisschen sehr kompliziert, aber ja gut, was soll's. Uns interessiert das nicht, wir fahren LKW. Wir wollen nichts anderes außer LKW fahren. Und Aufträge machen und Geld verdienen. Das ist unser Vorhaben. So, müssen wir mal schauen. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil so wie er beim letzten Mal reagiert hat, würde er nicht begeistert sein, wenn wir für seine Schwester auch noch fahren. Ich bin gespannt, ob das bedeutet, wenn wir für seine Schwester irgendwann fahren, dass wir von ihm keine Mission mehr kriegen. Ich weiß es aber nicht. Werden wir sehen. Oder er arrangiert sich damit und sagt, okay, wir fahren, oder ich fahre für beide. Das werden wir dann halt, wie gesagt, sehen, was da rauskommt zwischen den beiden.
So, mal gucken, was Charlie vor uns hat. Stilvoll unterwegs, okay. Wir beide werden es allen zeigen. Ja, und wohin soll es gehen? Ha. Um genau zu sein, geht die Lieferung an einen extravaganten Zulieferer für Restaurants in Osterhafen. Wow, was liefere ich denn an sie aus? Den besten und frischesten Bauchflossen-Thunfisch in der ganzen Umgebung. Ich werde besonders vorsichtig sein und extra höflich. Das sollst du auch. Okay. Dann schauen wir mal. Befestigen wir mal den Anhänger. Gut, also so viel ist noch nicht kaputt, Gott sei Dank. So. Fahren wir mal los. Wir müssen 7,5 Kilometer fahren. Das kann ja weiter werden. Ich hoffe, wir kommen noch mal an der Tankstelle vorbei. Wäre, glaube ich, nicht so schlecht. So, mal gucken. Rein theoretisch müssten wir mit dem Tank auf jeden Fall noch bis dahin kommen, eigentlich. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten vielleicht irgendwo eine Tankstelle finden unterwegs, wo wir mit dem Anhänger ranfahren können. Thank you.
Also schauen wir mal. Ja, das wird lustig. Also mit dem Sprit kommen wir garantiert noch hin. So ist es nicht, aber die machen vor uns auch nicht gerade hin, ne? Sind auch nicht gerade die schnellsten. Müssen wir mal schauen. Das ist jetzt auch für mich ein bisschen schwierig. Also ich weiß, dass vielleicht mehr Unterhaltung kommen könnte. Gerade bei so einem Spiel, aber das ist auch für mich schwierig, gerade aktuell bei Twilight so ein bisschen unterhaltsam zu sein. Weil es doch relativ eher einlädt, entspannt zu sein beim Fahren. Und ja, also nicht wundern, wenn ich wirklich mal vielleicht auch ein paar Aussätze habe, wo ich nichts sage. Dann bin ich vielleicht gerade einfach nur konzentriert auf Fahren. Aber ich versuche natürlich, euch irgendwie auch so ein bisschen zu unterhalten. Bei anderen Spielen klappt es vielleicht ein bisschen besser. Jetzt ist auch noch dunkel. Ach ja, das kann ja was werden hier. So. Schauen wir mal. Falls sich der ein oder andere fragt, womit ich spiele, ich spiele nicht mit der Maus und Tastatur, das habe ich einmal bei ATS versucht, nie wieder habe ich mir geschworen. Nein, ich spiele mit einem Controller, weil ich sitze ja auch an der Xbox, an der neuen, und da habe ich natürlich den neuen Controller in der Hand. Ich will mir nochmal irgendwann ein Lenkrad kaufen, macht sich, denke ich mal, noch besser als mit dem Controller, aber gut, was soll's. Momentan geht es auch noch mit dem Controller, der lässt sich eigentlich auch ganz gut spielen. Und wenn das Geld nachher irgendwann für ein Lenkrad da ist, dann werden wir uns auf jeden Fall ein Lenkrad besorgen. Und dann wird das Ganze auch besser funktionieren. Also noch besser. Thank you.
So, müssten ja eigentlich auch gleich angekommen sein. Warte mal. So, hörst du? Okay, hat ja mal gerade so geklappt. So, okay, das war ein bisschen knapp, aber es hat geklappt. Okay. Das war aber schon mal ganz gut und es spricht auch vor allem für uns. So. Ja, wir sind ja auch gleich da. Also so weit haben wir es ja nicht mehr. Hier sind wir auch schon. Ich bin da. Ich muss gestehen, dass ich etwas nervös bin, diese Leute zu treffen. Brauchst du nicht her. Etepetete hat mir gerade mitgeteilt, dass er die Ladung lieber woanders haben möchte. War ja klar. Und wohin soll es jetzt gehen? Hier ist eine neue Route. Danke vielmals. Alles klar. Etepetete. Ja, das spricht ja schon mal für den, ne? So. Okay. Auf jeden Fall haben wir anscheinend einen neuen Typi freigeschaltet für einen Auftrag, so wie ich jetzt hier sehen kann. Ist nämlich wieder was Gelbes auf der Karte aufgetaucht. Das wird wahrscheinlich Ioana sein, die Zwillingsschwester von André. Nehme ich jetzt mal stark an. Hab's gefunden, ich würde denen ja echt gerne die Meinung geigen. Du hast versprochen, möglich zu sein, erinnerst du dich? Na gut, ich werde mein Hemd anbehalten. Eine Krawatte würde auch nicht schaden. Die Sprüche, also die Unterhaltung, Dialoge etc. sind ja schon ganz cool, ne? Muss man ja nun wirklich sagen. So, jetzt müssen wir natürlich mal gucken, da hinten. So, mal gucken. Alles klar. Dann haben wir hier wieder 100% erreicht. Supi. Erledigt. Das ging besser als erwartet. Ach echt? Du überraschst mich echt immer wieder aufs Neue. Ich weiß, ich weiß. Im Ernst jetzt. Das hat mir viel bedeutet. Und das sollte es dir auch. Eins führt zum anderen. Hoffentlich. Ich bin auf dem Rückweg. Okay. Supi. Mission abgeschlossen. 918 Euro verdient. Ich dachte eigentlich ein bisschen mehr. Aber egal. So.
Und wir haben jetzt 1178 XP, weil wir 530 verdient haben. Das heißt, wir könnten praktisch wieder eine passive Fähigkeit aufrüsten. Und das machen wir auch mal. Und zwar XP-Bonus. Jetzt haben wir hier Stufe 3. Das nächste Mal Upgrade ab Stufe 2000. Also ab Stufe, also ab XP ist 2000, so. Und ja. Aber wir bekommen ja auch jetzt 3% mehr. Ne? Duell ist ein Bonus von 3% für die erhaltene EP. Okay. Immerhin, 3% mehr. Mehr als vorher. So, gut. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal tanken und uns ausruhen, bevor wir den nächsten Auftrag starten. Und den nächsten Auftrag werden wir auch wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge starten, sondern in der nächsten Folge. Aber erstmal werden wir hier rüberfahren. Hier werden wir erstmal wieder einen Haufen Geld reinstecken im Tank. So, und jetzt werden wir schlafen. So, in der Zeit, wo ich 4 Stunden schlafen werde, also im Endgame, nicht im Echt, werde ich jetzt praktisch die Aufnahme beenden. Vielen Dank fürs Reinschalten. Vergesst nicht, Feedback dazulassen, Anregungen dazulassen, Verbesserungsvorschläge, Spielewünsche. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Damit würdet ihr mich und den Kanal unterstützen. Und ja, für alle Neue. Vielleicht gefällt euch das, was ihr seht. Vielleicht wollt ihr mehr sehen. Vielleicht wollt ihr auch andere Sachen sehen. Schaut einfach euch mal ja, auf meinen Kanal um. Schaut mal, ob was für euch dabei ist. Und wenn euch der Kanal gefallen tut und wenn ihr sagt, ja, die ist eigentlich ganz in Ordnung, könnt ihr gerne ja ein kostenloses Abo dalassen, wenn ihr wollt. Und ja, aktiviert dann einfach die Glocke noch nebenbei, damit ihr dann auch immer über die neuesten Videos informiert werdet. So, dann bedanke ich mich bei allen, die zugeschaut haben in dieser Folge und wir sehen uns in der nächsten. Bis dann, tschüss.